Hallo, in dem Video möchte ich mal diese Fehlermeldung erklären, die beim RAM-Erweitern auftreten kann. Steht oben nach dem Einschalten direkt Warning, your DIMM 1 and 2 module organization is not the same, please check it. Woran das liegt und wie man es beheben kann. Bei einigen Notebooks wird nach dem Erweitern vom RAM diese Meldung hier angezeigt, direkt nach dem Einschalten, bevor das BIOS irgendwas anzeigt oder Windows bootet. Das ist meist im Zusammenhang mit diesen DIMM-3-Modulen, dass man das RAM erweitert hat, ein zweites Modul dazu gesteckt hat und kriegt dann diese Meldung. Da hilft dann auch kein Tastendruck auf F1 oder Escape mehr. Man kommt da bei den allermeisten Notebooks auch nicht mehr ins BIOS, kann gar nichts einstellen. Das hängt mit dem BIOS selbst zusammen. Das akzeptiert nur bestimmte RAM-Module. Einige nicht, und zwar geht es da um die Anordnung der Speicherchips und wie darauf zugegriffen wird. Das sind jetzt die beiden RAM-Module aus dem Notebook, die sich jetzt nicht vertragen. Es fällt auf, beide sind von Kingston, sind also Markenmodule. Dann beide sind mit 800 MHz getaktet als IO-Takt, haben Datendurchsatz von 12,8 GB pro Sekunde laut Aufkleber. Dann das ist ein 4 GB Modul, das hat 4 RAM-Chips auf der Vorderseite, 1, 2, 3, 4 und nochmal 4 auf der Rückseite mit je 512 MB. Das ist nur ein 2 MB Modul. Das hat auf der Rückseite gar keine RAM-Chips und nur auf der Vorderseite 4 x 512 MB. Und genau das ist wohl auch der Knackpunkt von dem Notebook. Daran stört sich der Speichercontroller, dass das eben nur einseitig bestückt ist, beziehungsweise eine andere Organisation hat, eine andere RAM-Organisation, wie die Fehlermeldung gesagt hat. Einzeln funktionieren die einwandfrei, das funktioniert einzeln, das funktioniert einzeln, das zeigt 2 MB an, das 4. Zusammen funktioniert es nicht, da liegt quasi dann der Hund begraben, da wurde wohl ein bisschen am Speichercontroller gespart. Wenn man zwei von denen reinmacht, geht's auch, oder zwei von denen mit 8 GB geht auch. Nach dem Einschalten kommt jetzt keine Fehlermeldung mehr. Jetzt bootet er direkt und da kann man mal das RAM testen. Und er hat jetzt auch hier 4 GB gefunden, also beide 2 GB Module, also 2x2 gleich 4 GB. Hätte man 4 GB Module genommen, zwei gleiche, wären es dann natürlich 8 gewesen. Und das ist auch die Konfiguration, mit der dieser Speichercontroller hier funktioniert. Der mag nur, wenn zwei Module drin sind, zwei gleiche Module, gleiche Kapazität. Am besten man nimmt auch immer den gleichen Hersteller, da kann man nichts falsch machen. Und gleiche Speicheranordnung, das heißt gleiche Anzahl von Speicherchips da drauf.